Moin Moin und hallo. Willkommen zusammen zu einer weiteren Folge Train Sim World 4. Heute auf der Strecke Dresden Riesa, heißt sie so? Ich glaube. Auf jeden Fall diese Strecke, die ja jetzt hier in TSW4 oder für TSW4 überarbeitet wurde. Und ich hoffe, ich habe alles richtig eingestellt. Die Fahrgäste sind gerade noch am Ein- und Aussteigen. Beziehungsweise ja eigentlich nur am Einsteigen. Und dann mache ich die Türen wieder zu. Was dann jetzt der Fall ist, so, jetzt sind sie zu. Und dann. Ach so. Ich glaube, den muss ich ja immer noch drehen. So, fahren wir jetzt los oder fahren wir jetzt nicht los? Okay, es geht los. Mit Glatze sind wir heute unterwegs hier. Achso, ich glaube, ich nehme mal so ein bisschen Leistung raus. Auf jeden Fall mal wieder ein bisschen was Älteres jetzt hier. Die BR218, die ja vor einiger Zeit rausgekommen ist, die zeige ich euch natürlich auch noch. Aber ich hatte auch noch nie die 212, glaube ich, gezeigt. Deswegen dachte ich mir jetzt heute, okay, komm, ich zeige die dann jetzt hier auch mal. Das heißt, wir haben jetzt erst wieder eine Dresden-Strecke und dann schiebe ich irgendwann noch die 212-Folge rein, die ich dann im Tutorial zeigen werde. Und dann gibt es ja noch einen anderen Zug, der mit der Hamburg-Lübeck-Strecke mitgeliefert wird. Auch den werde ich dann nochmal zeigen. Ein bisschen zu schnell. Ich muss jetzt glaube ich erstmal reinkommen hier mit diesem Fahrzeug, denn ich habe das mir vorhin erst im Tutorial angesehen und jetzt hier mal selbst ausprobiert, ob ich das fahren kann. Ja, ansonsten, was gibt es jetzt so der Zeit zu erzählen? Es ist ja so, dass relativ viel passiert ist in den letzten Tagen im Bereich der Simulatoren. Zum einen haben wir ja jetzt ein bisschen Gameplay gesehen, das erste Mal Gameplay gesehen zum neuen LS25. Mit Wasserverdrängung, so wie das aussah, und vom Boden hat man immer noch nichts gesehen. Naja, gut. Achso, ich glaube, ich werde mal so. Genau, und dann ist der erste Patch von City Transport Simulator Tram ja auch noch unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich das schon drüber gesprochen hatte. Ich glaube, dazu habe ich auch noch nicht so viel gesagt. Warum zuckt denn jetzt hier schon wieder hier unten diese Zahl hier so? Ich habe das gerade noch nicht ganz verstanden. Aber ich glaube, grundsätzlich komme ich hiermit doch schon mal ganz gut klar. Gut, auf die Siefer muss ich achten. So, und ich glaube, bei 1 Kilometer will ich dann runterbremsen. Das dürfte ausreichen. Genau, wir fahren hin zum Dresdner Hauptbahnhof, der natürlich jetzt nicht ganz so lebendig vielleicht ist wie der Hamburger. Ich glaube, das war zu stark gebremst. Ich lasse mich jetzt mal so ein bisschen ausrollen, schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Doch, sieht ganz gut aus.
Wie immer gilt natürlich, schreibt mir gern auch in die Kommentare, was ihr zu diesem Zug jetzt hier sagt. Mitgeliefert wird der, wie gesagt, in der Hamburg-Lübeck-Strecke. Gefahren werden kann er aber natürlich trotzdem auch auf anderen Strecken. Ja, wer sagt's denn? Also wenn das jetzt nicht perfekt gebremst war, dann weiß ich es auch nicht. Echt wieder mal ein richtig schicker, eine richtig schicke Lok. Ja, so, jetzt heißt es wieder abwarten, bis alle drin sind und dann geht das auch hier wieder weiter. Fenster vielleicht mal öffnen. Steigen Sie alle ein, steigen Sie alle ein. So. Warum der jetzt hier immer wieder zuckt, verstehe ich auch nicht ganz. Jetzt. Okay, ich muss wirklich mir noch dran gewöhnen, hier langsam anzufahren, glaube ich. Sonst drehen die Räder immer so durch. Und dann ist die nächste Station Nünchritz, Gleis 1. Und ich glaube, einige von euch aus der Zugsimulations-Community, nenne ich es mal, spielen das Ganze ja wirklich so, dass dann noch Ansagen gesprochen werden und sowas. Finde ich mal ganz witzig, wenn ich das im Discord mitkriege. So, jetzt habe ich doch gar kein Fahrgast nicht da. Doch, habe ich. Und hier landschaftlich ist, glaube ich, auch ein bisschen mehr zu sehen als auf Hamburg-Lübeck letztens. Naja, das war ja jetzt nicht so viel. Ja, ich habe übrigens mir überlegt, ich könnte dann, wenn ich das Ganze verstanden habe mit der BR218, entweder auf der Maintalbahn fahren oder auf der Hamburg-Lübeck-Strecke. Wenn ihr also irgendwelche Wünsche habt, auf welche Strecke es denn gehen soll, schreibt mir das mal bitte gerne in die Kommentare. Dann kann ich das sehr, sehr gerne auch berücksichtigen. Genau, also Streckenwünsche gerne rein da. Zu Beginn der Baureihe 218 werde ich sowieso erstmal wie gesagt, im Tutorial zeigen. Also das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, oh, hat er jetzt meinen Wunsch nicht berücksichtigt? Doch, doch. Ich finde nur, dass diese Lokomotive sehr, sehr schwer zu steuern ist. Hier steht gar nichts dran an den Anzeigetafeln, sehe ich gerade. Soll das so? Diesmal ein bisschen zu früh angehalten. Aber ist, glaube ich, doch ist schlimm. Hier vorne. Ach, der macht dann beide Seiten auf. Warum das? Warum sind denn jetzt beide Seiten geöffnet? Wenn ihr es wisst, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare.
Ich habe doch extra rechts verriegeln gesagt. Na gut. Oh, in 10 Kilometer jetzt. Ah, ich darf wieder nicht zu schnell anfahren. Ich kann ja gerade mal schauen, wie lange fahren wir denn eigentlich. Genau. Der Vogel lacht mich übrigens auch schon aus draußen. Ist also ein gutes Stück, das werden wir also diese Folge wieder nicht schaffen. Heißt, ich lade das Ganze wieder in mehreren Parts hoch. Ist gut, Sifa, beruhig dich. Einmal kurz nicht aufgepasst, schon schreit die Sifa mich an. Und was kommt uns da entgegen? Ein Talent 2. Echt schick. Muss ich immer wieder sagen, die Grafik, das gefällt mir einfach. Das ist ein Ding, das ist in TSW echt gut gelungen. Klar, auch in CTS Tram. Momentan generell habe ich so das Gefühl, es geht wirklich mit guter Grafik in fast jedem Simulator irgendwie. Das ist wie so eine AFB zu verstehen eigentlich. Ist doch dieser... Er hat es gerade geleckt. Geschwindigkeitswähler. Weil dieser blaue Balken, das kenne ich eigentlich nur von der AFB. Aber auch in dieser Folge gilt natürlich, ich bin kein Zugprofi. Und mein TSW leckt gerade extrem. Bei 60 FPS Lecks. Komisch, aber na gut. Aber dazu habe ich ja letztens auch einen Kommentar bekommen, wo einer von euch mir dann geschrieben hat, ja, das ist TSW, das leckt generell. Da kannst du noch so ein gutes System haben, es leckt. Schade eigentlich. Also, das leckt ist schade. Ich hätte den hier. Passiert nichts. Na gut. Also das Stück hier ist gerade definitiv sehr am Längen. Huch, nee, so rum. Kilometer. Hier auf der Strecke geht das irgendwie alles relativ schnell mit den Kilometern. Das hatte ich auf Hamburg-Lübeck irgendwie nicht. Da zog sich das, so hatte ich immer so das Gefühl. Auch sehr interessant. Und da haben wir gerade wieder Sifa-Probleme jetzt hier gehabt. Stufe 3, okay. Ja, eine etwas ruhigere Folge zwar, aber diese Lexe zieht gerade auf der Strecke. Da wieder. Der geht immer einen kurzen roten Bereich. Kann ich das da oben eigentlich öffnen? Nee.
Dazu jetzt ganz kurz eine Frage. Ich weiß jetzt nicht, es ist garantiert wieder einer von euch Zuschauern jetzt hier Zugprofi. Zum Belüften ist es wahrscheinlich nicht, wenn dem Zugführer hier vorne heiß ist. Ist das jetzt der Notausstieg? Wenn ihr es wisst, schreibt mir das bitte gerne in die Kommentare. Ich tippe jetzt auf Notausstieg, wenn das völliger Quatsch ist. Würde mich das sehr interessieren. Ja, freuen, wenn ihr das wisst und mir das einmal schreibt. Klar. Ein Verkehr heute hier schon wieder, das ist ganz schlimm. Ich glaube, ich setze dann mal langsam zum Bremsen an. Ob das jetzt noch gut geht? Ja, doch. Doch, das könnte gerade noch sowas werden. Oder auch nicht. Irgendwie sieht hier gerade dieser Bahnhof sehr, sehr komisch aus. Links so dieses Gras, was da hätte vielleicht mal Gras werden sollen. Aber dann doch keins geworden ist. Na, immerhin, ich stehe noch am Bahnhof. Wieder beides offen. Komisch. Gut, aber wie auch immer, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gern ein Like da und auch gern ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.